Hallo und willkommen zu einem spontanen Super Smash Bros. Ultimate Stream. Ich weiß, es ist kurz vor 0 Uhr, aber hey, Wochenende steht vor der Tür. Es werden bestimmt noch nicht alle schlafen und vielleicht habt ihr ja Bock, dass wir zusammen noch einen Extra-Part machen. Denn heute kam ja nur ein Smash-Part, weil YouTube bei mir völlig broken war. Ohne Scheiß, Alter. Meinen ganzen gottverdammten Nachmittag habe ich damit verschwendet, immer wieder dieselben Videos hochzuladen, bis sie irgendwann in HD verfügbar waren. Belastend. Ja, lag wahrscheinlich daran, dass YouTube sich dachte, wir müssen mal wieder ein paar Spam-Accounts löschen. Haben sie nämlich gestern angekündigt. Chat rastet aus. Sehr geil. Es sind doch noch ein paar Leute wach, ja? Sehr schön. Die dachten sich so, ja, wir müssen mal wieder ein paar Spam-Accounts löschen. Und scheinbar haben sie deswegen alle anderen Ressourcen, die sie hatten, abgeschaltet. Ja, bisschen ehrenlos, aber kann man nichts machen, was? Ich dachte, wir kämpfen einfach noch ein paar Geister zusammen. Was wir so zu fassen kriegen. Mit verschiedensten Charakteren und haben einfach noch ein bisschen Spaß, bevor die Geisterstunde anschlägt. Also, ein neutraler Geist, der mit Marv kämpft. Okay. Ja, neutral. Dann machen wir auch neutral, oder? Ist ja dann fair. Dann bin ich aber ein bisschen OP. Nehmen wir den Master Belch. Der ist nicht... Doch, ist der echt so heftig, obwohl er ein Zweisterngeist ist? Oha. Als ob ich nichts Schwächeres habe, Alter. Ja, sieht echt so aus. Ja gut, dann bleiben wir bei dem. Und nehmen einfach diese Subgeister. Die sind alle viel zu overpowered. Ich hoffe, es wird alles gut gehen heute. Ist mein erster 4K-Stream auf dem neuen PC. Ein Test verlief gut, aber das war ja schon immer so. Und dann im Nachhinein gab es die Probleme des Teufels. Aber ja, ihr werdet mich, denke ich, schon informieren, wenn irgendwas nicht passen sollte. Also könnt ihr mich gut hören und so. Freeze die Facecam. Na, noch läuft sie, sehr gut. Oh, Link, nice. Nein. Schon in der Luft bleiben während dem Power. Wie bei Super Mario. Powerblock löst ein Erdbeben aus. Oh, was? Kein Kill? Als ob. Yo, Link hat es ihm richtig gegeben. Nur 8,8%. 88. Grüße an Montana an der Stelle. Ja, schön chilliger Sieg. Oh, als Spiel hast du Pokémon Smaragd ausgewählt. Ja, stimmt. Ich habe die Settings aus dem letzten Smaragd-Stream hergenommen. Ja, da hast du recht. Das habe ich noch nicht editiert. Warte, kann man das noch machen? Während der Stream läuft? Weiß ich nicht, ob das auf YouTube geht. Ja... Könnt ihr alle mal aktualisieren. Jedenfalls müsste jetzt Super Smash Bros. Ultimate dastehen. Oder gebt dem Ganzen vielleicht noch ein paar Sekunden Zeit. Ja, das habe ich auf jeden Fall vergessen. Das stimmt. Danke für die Erinnerung. Aber das ist eigentlich auch nicht so wichtig. Ich glaube, das ist nur wichtig für die Trendanzeige und all so ein Quatsch. Qualität wird allerdings nur mit okay angegeben. Vorher stand aber schlecht da und als ich meinen eigenen Stream dann kontrolliert habe, war alles bestens. Läuft es bei euch flüssig? Zwischendurch kommen kleine Lags. Okay, warten wir erstmal ab. Ah, jetzt hat er auf gut gewechselt. Ist nämlich auch sehr, sehr häufig so auf YouTube. Weiß auch nicht wieso. Der Stream startet und alles ist okay. Und dann nach so circa 2 Minuten bricht es in sich zusammen für 3 bis 5 Minuten circa. Und die Qualität ist scheiße, es laggt und alles. Aber dann fängt es sich meistens wieder. Und das scheint jetzt der Fall zu sein. Also die Lags sollten aufhören. Hoffe ich zumindest. Wenn ich dann halt im Nachhinein anschauen, morgen zum Frühstück oder so, nochmal drüber gucken, keine Ahnung. Jedenfalls das hochgeladene Video, der hochgeladene Stream, der läuft dann meistens eigentlich ohne Probleme. Nochmal ein neutraler Gegner, okay. Mann, ich will halt so gerne meine Geister leveln. Achso, okay, dann nehmen wir doch den FB...
Eye-Agent. Ei, dann sind wir wieder krass underpowered. Ja, das traue ich mich nicht bei einem 9000er. Oder sollen wir es mal so probieren? Special Standard ist erhöht, Armangriffe und starker Smash. Ja, komm, wir versuchen es mal. Neues Mitglied, danke. Time. Ach, ich kann es nicht genau lesen, Alter. Time Yi oder irgendwie so. Warum habt ihr alle so schwere Namen? Ihr wisst doch, meine Augen sind nicht die besten. Jetzt am Abend lassen die Kontaktlinsen auch etwas nach. Aber jedenfalls danke an dich und willkommen im VIP-Mode. Boah, hier geht ganz schön was ab. Aber die Sonne supportet nicht. Die Sonne supportet nicht. Bleib hier einfach und chill ein bisschen. Nein. Oh, come on. Ich hab 100%, Alter. Okay. Ich wollte eigentlich den Powerblock haben. Nein! Ich muss weg von der Begrenzung. Aber ich hab viel zu viel Schaden. Ja, ja. Oh, 2 gegen 1 finde ich aber auch immer richtig ätzend. Und wenn du dann noch underpowered bist, ne? Kannst du mal Peach spielen? Ne, die kann ich gar nicht. Die kann ich wirklich gar nicht. Damit würde ich safe kassieren. Hey Dom, wünsche dir und Juli schöne Weihnachten. Danke Krausen Charlie für die 2,29. Wünsche dir natürlich auch ein schönes Weihnachtsfest, auch wenn es noch etwas dauert. Boah, wie krass fügen die mir bitte Prozente zu? Guck dir das mal an. Okay, ich glaube, ich gebe da lieber auf und wechsle zu Bowser. Weil der Kampf ist sauhart. Ja, ich kapituliere. Hände hoch. Das schaffe ich niemals. Das schaffe ich niemals. Da brauche ich mein Squad. Ein heftiges Squad. Oh, Martin Schö, ich habe dich übersehen. Auch an dich. Vielen lieben Dank fürs VIP-Abo. Ja. Die Geister können wir eigentlich behalten. Das ist, oder? Ich überlege gerade. Ach, so schwer ist der Name nicht. Ja, wenn man ihn von nahem sieht, mit Sicherheit. Jetzt hier in dem Tippi-Tab sehe ich es auch nochmal ein bisschen deutlicher. Tai-Mi-Y-I. So. Danke dir fürs VIP-Abo von vorher. Machen wir mal so, ein 10.000er. Und ein starker Smash. Ja. Bereit? Los! Das Problem ist, dass das auch beides so... Das sind ja sogar 2 Sheiks, Lul. Fällt mir jetzt erst auf. Das sind halt Kombo-Monster, ne? Und gegen solche Gegner sehe ich eigentlich immer alt aus. Gerade mit meinen ganzen schweren Chars. Das ist halt einfach ein guter Counter dafür. Man sieht halt vor allem auch nichts. Aber das ist ja auch Sinn des Kampfes, ich weiß. Mann. Okay, diese Falle ist gut. Wenn ich sie mal platzieren dürfte. Hey, wo bin ich denn? Also das wird nicht zu meiner Lieblingsmission hier. Auf jeden Fall. Können die denn nicht mal in die Falle treten, damit ich sie raus smashen kann? Oh, fuck. Ein Bob-Omb. Und ich habe natürlich nicht damit getroffen. Klar. Oh, kann ich mich dann nochmal retten? Respekt, Respekt, Respekt. Escam hängt jetzt. Natürlich. Okay, dann ist das vielleicht doch an dem Cam-Link gebunden, dieses Problem. Ich glaube, dann kaufe ich mir mal ein neues. Weil an dem PC kann es dann mittlerweile nicht mehr liegen. Alles klar. Wird gleich mal ein neues bestellt. Elgato, Elgato. Aber mit dem Teil war ich auch nie zufrieden, muss ich gestehen. So. Probieren wir es mal. Ich hoffe, es läuft weiter. Aber ich bestelle mir gleich nach dem Stream mal eine neue Version. Gibt ja sogar jetzt eine. Da haben sie vielleicht einige Bugs gefixt. Ja, das ist schon eklig.
So, jetzt volle Konzentration auf den Kampf, weil... Es schaut schon so aus, als würde ich da mehrere Versuche für brauchen. Gut, ist jetzt ja auch schon der dritte oder vierte. Ja, ich brauche da auch ein bisschen Itemglück leider. Das habe ich halt gar nicht. Ja, Mann. Wir geraten da gleich von Anfang an in so eine riesen Schoße. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das angehen soll. Sheik ist so ein dreckiger Gegner. Die hüpft die ganze Zeit rum und du weißt halt nicht genau, wo ist sie denn einen Frame später. Alter, habt ihr gesehen, wie sie gerade diesen Froster gekontert hat? Richtig unrealistisch. Ey, kein einziger Angriff gelingt, weil sie alles abbrechen. Das ist Frust pur gerade, Alter. Was ist das? Simon oder Snake, bitte. Kann ich auch beide nicht. Also bei einem Einsterngeist kann ich es vielleicht mal versuchen, ja, aber hier jetzt nicht. Bereit? Los! Okay, aber bei dem Versuch habe ich jetzt ein gutes Gefühl. Komm. Nein! Was? Was? Oh, war das knapp. Dieser Dreckskäfer. Nein! Mann, wieso ist das denn so ekelhaft? Aber da unten ist wieder eine Sonne. Die hat mich vorhin echt im allerersten Versuch sehr, sehr gut supportet. Machen wir das nochmal damit. Die springen sehr, sehr viel rum, die beiden. Lol. Und auf einmal so lächerlich easy, ne? Auf einmal. Aber solche Kämpfe gibt's. Ja, ich suche noch ein paar gute 4-Sterne-Geister. Auf jeden Fall. Aber ich werde jetzt erstmal hier alles im Gebiet so säubern, was geht. Ach, wir kommen ja auch an die Truhe ran. Oder habe ich die nicht sogar im letzten Part schon geöffnet? Aber es wurde, glaube ich, nicht gespeichert. Egal, holen wir es einfach nochmal. So, jetzt. Naja, das habe ich auf jeden Fall schon geöffnet. Und den Stein da oben habe ich auch schon weggesprengt. Das wurde aber nicht gespeichert. Ich glaube, ich gehe nochmal hier hoch und guck mal, dass ich hier ein paar Geister aus dem Weg räume. Ja, hier drüben könnten wir die Map erweitern. Da ist was Einfaches. Digger Nord. Der Gegner startet mit einem Bohrer. Riesenverwandlung für Gegner. Okay. Ich glaube, das können wir schaffen. Dave, danke dir für die Mitgliedschaft. Das ist doch mal eine nette Zeit zum Streamen, schreibt Spielewölfchen. Oh ja, dachte ich mir auch. Dachte ich mir auch. So, was wurde sich gewünscht? Snake? Dann probiere ich mal Snake. Aber erwartet keinen Skill oder so. Damit kann ich nicht dienen. Riesenverwandlung für Gegner. Wir hatten doch auch so eine Möglichkeit, groß zu werden. Aber das war ein OP-Geist, ne? Übrigens, das Wandlungsdauer und das Maxi lässt sich doch nicht kombinieren, wurde mir im letzten Part in die Comics geschrieben. Leider. Na warte, das ist ein Angreifer. Dann lass uns jetzt mal den FBI-Agent nehmen. Und Riese. Ja, dann ist es wenigstens fair. Morito Krigaya, auch dir danke für deine VIP-Mitgliedschaft. Freut mich. Also, Snake. Schon mal ganz gut gekontert. Und schön mit der Rakete in der Luft. Und nochmal, komm, du kriegst ihn damit raus. Die kann man ja auch steuern, die Rakete. So viel weiß ich noch. LOL. LOL! Allein mit den Raketen. Okay, das wollte ich nicht sagen, weil ich schäme mich immer. Ich will nicht so viel Aufmerksamkeit, aber ich bin der beste Snake-Spieler der Welt. Ich wollte nicht, dass ihr das wisst. Aber jetzt ist es raus. Ich bin halt einfach ein heftiger Snake, okay? Aber bitte, bitte, bitte. Steht nicht morgen vor der Tür und wollt 1000 Autogramme. Ich will diesen Ruhm nicht. Ich bin schüchtern.
Aber das war gerade schon geil. Allein mit den Raketen einfach. Super chillig. Hexes, danke dir für 5 Euro Donation. Hab gerade erst angefangen mit dem LP, weil ich stressende Schule hatte und jetzt streamst du einfach. Stressende Schule? Also jetzt notentechnisch oder mit Mitschülern? Ich hoffe auf jeden Fall, es ist nichts Wildes. Oh je. Ah, das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Das ist ja auch ein 3-Stern-Geist, Alter. Na gut. Was kommt da auf mich zu? Eine Menge Shit, ne? Im Kampfverlauf gesenkte Abwehr für dich. Und gesenkte Angriffskraft. OMG, Win der Woche mit Snake. Das war aber wirklich nice. Hätte ich das jetzt nicht gestreamt oder aufgenommen, hätte mir das kein Mensch geglaubt. Das war super lul. Aber halt auch nur Zufall. Instant Karma Alarm, meinst du? Ja, könnte sein. Also jetzt wird's wieder eng. Brauch schon wieder meine Spezialisten. Super Saiyan Bowser, bitte. Vincent, danke dir für 2 Euro. Schönen Abend an alle. Wünscht er. Und Rock Devil. Oh no. 100 Euro Donation. Was? Rock Devil! Und dann nicht mal eine Message! Er hat nicht mal eine Message geschrieben. Ach, come on, Bruder. Danke dir auf jeden Fall und schöne Weihnachten. Sorry, falls ich das jetzt vielleicht schon ein paar Minuten nicht gesehen habe. Weil es war über Tippi. Ich habe erstmal den Superchat abgearbeitet. Junge, Junge, Junge. Damit sind die neuen Kopfhörer schon wieder drin. Weil für die habe ich 80 Euro gezahlt. Oder 85 sogar. Problem war nämlich bei den Sony-Dingern, dass ich auf dem linken Ohr plötzlich nichts mehr gehört habe. Schon zum zweiten Mal. Beim ersten Mal konnte ich es fixen. Nee, damit bin ich schon zufrieden. Beim ersten Mal konnte ich es fixen, aber jetzt nicht mehr und dann hatte ich keinen Bock mehr. Der Sound von denen war zwar geil, aber die haben nur ein Jahr gehalten. Ist halt schon ein bisschen belastend. Aber ja. So ist das. Ich muss sagen, vom Sound her waren die Sony-Dinger sogar geiler, aber die liegen besser im Ohr drinnen. Ja, 100 Euro sind auf jeden Fall viel. Ich weiß, mir ist es auch immer übelst unangenehm, Red Legend. Erst recht, wenn dann keine Message dabei ist, aber ich wünsche dem Rock Devil auf jeden Fall alles Gute und bedanke mich. Und dann probieren wir mal, ob wir das schaffen. Nein, warte, warum wurde Speisestärkung jetzt ausgewählt? Gibt es da Speise häufiger in dem Kampf? Wobei, doch, ich glaube, das habe ich da links gesehen, als Info. Dann haben wir mehr Angriffskraft. Das wäre halt schon ganz gut. Erst recht, weil sie halt im Kampfverlauf sinkt. Oh, Mist. Ja, da ist doch ein Apfel. Gib mir den. Das war mein Apfel. Da ist ein... Ich weiß nicht was. Dieses japanische Gedöns. Keine Ahnung, wie das heißt. Aber ich hab's gefressen. Hahaha. Von wegen Angriffskraft sinkt. Toast! Toast! Mit Nutella. Oh, lecker. Hey, das war mein Sub des Tages. Das war mein Sub des Tages, Mann. Ich war schon lange nicht mehr bei Subway. Ich wollte meinen Sub essen. Okay, jetzt habe ich mich blamiert. Jetzt habe ich mich krass blamiert. Ich habe mich gerade verdrückt. Ich habe, glaube ich, irgendeine Smash-Attacke gemacht oder so. Oh mein Gott, weil ich den Gegner veräppelt habe. Wie peinlich. Wie peinlich. Wie kann man denn hier sterben? Der hatte, glaube ich, 100% und wir hatten fast gar nichts. Ultra-Blamage. Ja, moin. Schön, direkt am Anfang Shield gebrochen. Was? Kann das sich irgendwie schneller davon erholen, oder was? Okay, keine Ahnung. Hat auf jeden Fall nicht lang gehalten beim ersten Mal. Boom. Als ob. Es ist mein Futter. Aber dieser Buff hält nicht lange, ne? Da müssen wir schon draufgehen dann. Oh yes, ein Oktoberfest-Händel. Bin mir aber nicht sicher, ob ich es gerade überhaupt gegessen habe. Oder er. Ich zerbrech dein Schild, wenn du mich aufregst, Alter. Ist ja schon ein paar Mal vorgekommen. Irgendwas passiert da gerade im Background. What the fuck?
passiert denn jetzt? Was ist das für eine kranke Stage? Oh, man kann die sogar kaputt machen? Ja, ist natürlich blöd, wenn man die Stage nicht kennt, ne? Aber der Smash sitzt. Und ich habe meinen Sub bekommen. Lebt noch? Er ist aber tot. Okay, das war super lull. Oh, aber bleib mir weg mit der Aubergine. Die mag ich gar nicht. Die schmeckt mir nicht persönlich. Ist zwar gesund, ja, aber schmeckt mir nicht. K.O.-Heilung. Löst beim Besiegen von Gegnern starke Heilung aus. Okay. Also bei Gegnern, bei Missionen mit mehr als einem Gegner wäre das ziemlich nützlich. Gegner hat dich veräppelt. Ja, weil den Apfel gegessen hat. Ich verstehe den Witz. Sehr lustig. Da wurde ich aber hops genommen jetzt. Konrad Kadel, danke für 99 Cent. Und Ace Puma für 3 Euro. Und eine lange Message. Bei Multigegner-Kämpfen solltest du dir den Subgeist reinnehmen, der dir eine Super Armor gibt. Dann kannst du smashen, ohne zu flinchen. Das Schneckentempo kannst du mit seitwärts ausweichen umgehen. Habe ich so einen Geist? Mit Super Armor? Echt? Okay, also beim nächsten Multikampf schaue ich mal. Ist aber guter Tipp, ja. Hast du recht, danke. So, jede Menge Lernjuwelen. Geilo. Wobei, so viele haben wir gar nicht. Oh. Erhöht bei hohem Schadenswert kurzzeitig die Angriffskraft. Ja, warum nicht? Das kostet nur 30. Gönnung. Viel mehr mit Link. Habe ich auch Bock, aber bei den drei Ständegeistern brauche ich meinen Superman, sonst bin ich am Arsch. Wer weiß, was hier nachkommt. Hier noch kommen bestimmt wieder ein paar einfachere Geister und dann kann ich auch wieder ein paar andere Charaktere nehmen. Jetzt müssen wir aber erstmal Cammy aus Street Fighter besiegen. Gewagtes Outfit, meine Liebe. Stärkere Beinangriffe für den Gegner, Ausdauer-Smash und gesenkte Sprungkraft für alle. Mhm. Ja, das geht klar. Ich glaube, das schaffen wir aber auch ganz einfach. Aubergine auf dem Sub? Nee. Und wenn, dann gleich runternehmen. Ich weiß nicht, ich mag den Geschmack von Aubergine einfach überhaupt nicht. Ganz, ganz selten in so einer Gemüselasagne oder so. Okay. Schon wieder schick, ne? Aber grundsätzlich, wenn ich nicht muss, dann lieber nicht essen. Oh, ein Bowser gegen Sheik in einem Ausdauerkampf ist auch sehr gewagt, ne? Ich arbeite mal mit dem Feuer, das ist sehr, sehr viel wert im Ausdauerfight. Oh. Bei der Attacke kann sie sich also alles erlauben. Ich sehe schon, da konnte ich sie gerade überhaupt nicht treffen. Bei diesem Beam. Oh, oh. Oh, oh, sie kommt zurück in den Kampf. Ich hatte eigentlich alle Fäden in der Hand. Okay, guter Konter. Ah, schade. Punishen, punishen und smashen. Damit. Jam, smash. Wieso hat sie jetzt ihre Ulti? What the fuck? Weißt du, das finde ich halt lächerlich. Finde ich halt echt hart lächerlich. Sie ist so gut wie tot und dann kriegt sie ihre Ulti. Und wir hätten das ja easy überlebt, wenn wir nicht ausgerechnet da an der scheiß Edge gewesen wären. Oh, Rock Devil hat sich nochmal gemeldet. Mit einer weiteren 25-Euro-Donation. Danke, aber nicht übertreiben, Mann. So, was? Jetzt eben mit der jetzt mit Message. Achso. Wenn man sich bei Smash aufregt, einfach einen kaputten Controller gegen die Wand schmeißen. Nee, lieber nicht. Hier ist ja alles neu. Ich will die Wände eigentlich nicht zerstören. Bei meinem Xbox-Controller fehlen schon LB, RB und RT. Oh. Mann, dann hättest du dir für die 100 Euro doch lieber einen neuen Controller holen sollen, Junge. Aber ich hoffe, du kriegst noch diesen Elite-Controller. Der soll ja ziemlich heftig sein. So, und wir probieren das jetzt nochmal, weil das war einfach nur unglücklich gelaufen. Betrug, Ops genommen. Ja. Das ist halt das Ding. Ich mag diese Ultraleiste generell nicht.
Du kannst sie halt auch nicht ausstellen, ne? Also im normalen Smash ja, aber im Story-Modus ist sie immer an. Verdammte Kacke. Hier, sie fällt sehr häufig auf diesen Panzer rein. Ach so, ja klar, weil die Sprungkraft ja verringert wurde. Oh, wieso komme ich denn da jetzt erst drauf? Deswegen ist der Panzer eigentlich ziemlich effektiv. Warum hat sie noch 67 KP, Alter? Viel zu viel einfach. What the hell? Sie ist echt heftig. Nein. Ah, jetzt hab ich, aber das wird nicht reichen. Ja, nicht ansatzweise. Als ob. Ja, ich denke, ich werde meine Taktik ändern. Vielleicht sogar auch den Charakter. Ich frage mich nämlich gerade, wie würde es mit Pikachu laufen? Bei Pikachu habe ich auch zumindest einen Plan. Bowser und Sheik ist halt nicht so geil. Mann, es regt auf. Wir hätten es eigentlich im ersten Versuch geschafft. Was? Wie teuer ist bei dir Donation? Du kannst alles raushauen, was du willst. Wobei habe ich, also wenn ich einen Mindestbetrag habe, dann nur 2 Euro, um die 1 Euro Trolle rauszunehmen. Aber bei Superchat geht alles. Aber es gibt jetzt nicht so einen ultra hohen Mindestbetrag oder so, keine Sorge. Also, was machen wir jetzt hier? Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn euch der Stream gefällt. Ja, das wäre nett. Danke für die Erinnerung, Blue. Ich überlege, ich will eigentlich einen anderen Geist. Können wir ja auch machen, weil der Gegner ist neutral. Aber ich will auch nicht The Boss nehmen. Ich will jetzt nicht so feige sein und The Boss nehmen. Lass uns ihn hier nehmen. Und den auf 99 hochpushen. Wollte ich immer machen. So. Und dann die Riesenverwandlung. Kommt das jetzt nicht? Welcher Geist war denn nochmal Riese? Achso, er hier, genau. Riesen-Elektrowels und Ausdauer hoch, genau. Warte, ist das an Essen gebunden? Und mach das mal ohne. Nee, es ist nicht gebunden. Okay, und dann probieren wir es jetzt nochmal. Ich glaube, mit meinem Down Smash und den Donnershocks kann ich ganz gut gegenhalten. Weil gerade die Donnershocks werden sehr häufig treffen. Weil ja die... die Sprungkraft verringert wurde. Ja gut, wir hätten jetzt noch etwas mehr eigentlich aus dem Riesen machen können, aber ich bin zufrieden für den Anfang. Vielleicht auch jetzt ein bisschen auf Distanz gehen und Donnershock spammen. Ja, das läuft doch schon viel besser mit Pikachu. Aber Sheik ist und bleibt verdammt nervig und stark. Shit. Nein! Oh! Warum ist sie so heftig? Wenn sie mich jetzt noch mehr triggert, nehme ich doch The Boss. Pikachu ist süß. Ja, aber es soll jetzt nicht süß sein, es soll brutal sein. Es soll richtig brutal reinhauen. Wird der Stream auch als Video gespeichert? Ja! Wird er. So, machen wir mal hier die Donner-Kombo. Das ist...
Vielleicht tut's auch einfach ein Geist mit 3 Slots und dann maximale Ausdauer. Weil sie startet ja auch erhöht, ne? Das muss man schon sagen. Sie startet auch mit erhöhten KP. Nice. Aber das muss es jetzt sein. Das muss es jetzt sein. Ja, na klar. Na klar. Mhm. Okay, beide haben Ulti. Ach so, shit! Pikachu hat ja jetzt einen anderen! Niederlage fortsetzen. Jetzt reicht's. Ich habe an den aus Brawl gedacht, wo er so in der Luft hin und her schwebt und so ein Scheiß. Aber das hat er ja gar nicht mehr, das wurde jetzt geändert. Wähle deinen Kämpfer. War das schon in Smash 4 so? Nee, oder? Okay. Also einen Versuch noch ohne The Boss, aber diesmal maximale Ausdauer. Oder wie wär's denn mal mit so einer Autoheilung eigentlich? Notfallheilung. Einmal massiv, ja gut. Geben wir dem Ganzen mal eine Chance. Wobei der Primärgeist halt auch nicht so klug war, muss ich leider gestehen. Was habe ich jetzt übersehen gehabt? Nimm Bowser. Ah, ich will schon mit Pikachu machen. Ich muss mir auch selber in den Fehler ankreiden, dass der Primärgeist, den ich genau habe, dass der Pikachu ja gar nichts bringt. Wann greift denn Pikachu mit dem Arm an? Nie. Ne? Das ist halt das Ding. Ah, ich wollte sie rausdashen. Wäre natürlich schön gewesen, wenn das geklappt hätte. Donner, Donner, Donner. Okay, nice. Dashen. Nochmal die Donner-Kombo. Ich glaube, ich baue jetzt ganz, ganz Pussy-like auf die Donner-Kombo. Weil die ist halt einfach chillig. Als ob der Donner schon gerade über sie drüber ist. Wir haben Zeit. Abstand nehmen. Ausweichen! Oh! Was? Okay, aber Ulti hat verfehlt. Immerhin. Als ob. Oh, super spannend, Junge. Super spannend. Ich hätte noch 81 KP, aber ich wurde nicht geheilt, ne? Ich wurde nicht geheilt. Puh, das habe ich jetzt aber schon ins Schwitzen gebracht. Und ja, ich musste hin und wieder mal die Down-Throw-Donner-Kombo machen. Die ist eigentlich, also sie ist halt gut, klar, aber auch ein bisschen verhasst. Im Online-Kampf macht eh jeder so seine Techniken, von daher. Das musste jetzt sein. Das musste jetzt sein. Hauptsache besiegt! Oh, da haben wir einen schönen Zug. Und Lava. Mal wieder. Im Schloss haben wir ja auch schon welche gesehen. Was macht denn der Hebel da? Die Gleise umstellen, oder? Mhm. Also könnten wir doch jetzt eigentlich mit dem Zug fahren. Wenn wir einen Zugführer hätten. Ich glaube, das wird Link aus Zelda Spirit Tracks sein, aber den haben wir noch nicht. So. Bamboman96, danke dir für eine 10-Euro-Donation. Schönen Abend aus dem verschneiten Erzgebirge.
Was? Schnee? Chillig. Und Lul. Hi Domi, ich gucke deine Videos seit 5 Jahren. Liebe deine Videos, liebe Grüße. Danke, Lul. Freut mich, dass dir gefällt. Dass du so lange aushältst. Ja, ist das jetzt ein Sackgasse oder kann ich da drüber jumpen? Kann ich tatsächlich. Na dann, Bomberman, mach mir mal den Weg frei. So, keinen übersehen, oder? Tippi zumindest nicht. Aber Spyro Dragon Games ist neues Mitglied. Habe ich, glaube ich, noch nicht vorgelesen. Was haben wir da für einen Kampf? 2 Sterne, okay. Gegen Sebesiana. Irgendwas aus Metroid. Dann lass uns doch gleich mal Samus nehmen, oder? Lass doch mal mit Samus fighten. Das passt gerade so gut. Und Samus ist jetzt auch Charakter, der, ja, eigentlich nicht wirklich verwendet wird. Also schön, was für die Abwechslung hier an der Stelle. Immer halt K.O.-Heilung. Sebesian, ach, das sind 4. Ah, dann hätte ich jetzt eigentlich das eine von, den einen Tipp hernehmen können, ne? Den einen Tipp mit der Superrüstung. Wobei, das sind eigentlich keine, die man so easy raushauen kann, glaube ich. Die bewegen sich voll komisch. Bewegen sich so Sebesianer? Die nutzen sehr häufig den Charge-Beam. Komm, haut ab. Oh gosh. Das ist wieder so ein Durcheinander, was ich halt gar nicht mag. Deswegen smash ich da einfach mal schön rein. Oh. Das tut sehr weh, die Soße zu berühren. Einer ist weg. Der zweite ist weg. Der dritte ist weg. Und der vierte fliegt raus. Ah, noch nicht, noch nicht. Ich sagte, du sollst gehen. Okay, chillig. Sieht voll bedrohlich aus, das Vieh. Blackbone hat einen 5er donated. Hab gerade erst eingeschaltet, aber du hast einen Shop in der Stadt übersehen, wo du den Mii-Kämpfer her hast. PS, bist der Beste. Ein Shop übersehen. Ja, aber ich war auch in der Stadt noch nicht fertig, glaube ich. Da müssen wir auch nochmal irgendwann zurückkehren. Das check ich ab. Ein andermal. So, Schatztruhe. Yes, nochmal Lernjuwelen, geil. Da ist auch ein Zug. Okay, da muss ich leider umkehren. Was ist das für ein heftiger Vulkan hier? Ist das der Todesberg oder was? Heftig. Medeus. Okay, ihr dürft mal Charaktervorschläge machen. Wen soll ich jetzt zocken? Schreibt's in den Chat. Ich schau währenddessen mal weiter. Ivan Seppik hat nämlich 1 Euro donated, Spyro Dragon Games nochmal 2. Klaus Schirmkopf wurde neues Mitglied. Danke, Mann. Coolie Man hat 1 Euro donated und Red Rakari. 5er. Einfach ein bisschen Support von einem langjährigen, eher stillen Zuschauer. Viel Spaß an alle, sowohl Domi als auch der Chat. Danke, 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 sehr lieb. Inkling. Oh nee, bitte nicht, bitte nicht. Ich kann den 0. Oh, okay, einmal, damit wir's durchhaben. Aber dann nie wieder, alles klar? Einmal. Mach ich jetzt nur für euch, ne? Dass klar ist. Weil eigentlich, vor allem jeder zweite wünscht sich Inkling. Wieso? Nur für euch! Was kommt überhaupt auf mich zu? Ausdauerkampf und Riese.
Ah, super, ey. Ja, das ist schwach. Der hat ja gar keine Slots, der Dude. Speisestärkung wird heftig erhöht. Weiß ich nicht. Ja, lieber Ausdauer Plus. Wie gesagt, Alter, Inkling und ich, ne? Da brauche ich genügend KP. Oh, aber die Map. Oh, yo, das sieht grafisch mega geil aus, Alter. Ich weiß, dass der Inkling super schnell ist. Aber das nützt mir halt nichts, wenn ich keine Ahnung habe, was er für Moves hat. Weil das hier ist ganz geil. Hier, der Klecksroller. Das weiß ich noch. Aber sonst, wie kann man denn die Granate werfen? Der kann irgendwie eine Granate werfen. Ah ja. Ah ja. Was bringt das eigentlich, die Gegner anzuspritzen? Nehmen die dann mehr Damage von den Angriffen oder was? Schnell, Granate. Nee, geht nicht. Ist leer. Einmal noch, komm schon. Ja gut, also von dem, was ich jetzt hier gerade vom Inkling gesehen habe, bin der Meinung, dass er sehr gute Standardangriffe hat. Sowohl am Boden als auch in der Luft. Da glaube ich, lassen sich sehr, sehr geile Standard-Kombos machen. Mit seinen ganzen Specials komme ich halt null klar. Ich check irgendwie nicht, wie man die Farbe wieder aufladen kann. Aber hat ganz gut funktioniert. Dimentron, danke dir für 2 Euro und Louis für 3. Guten Abend, Tommy, schöne Grüße aus Coburg. Lol, da war ich letztens vorm Landgericht. Guck dich schon seit 2011, seit deinem 7000 Subs-Special zu The World Hardest Game. Bin gerade richtig in Smash angekommen und hab Hype. Bleib wie du bist. Du auch und viel Spaß beim Smashen. Also den Vulkan, den feiere ich ja schon gerade irgendwie. Squawks! Ja, das werden jetzt auch nur die Donkey Kong Zuschauer kennen, diesen Insider, aber ich sag mal so, Squawks und ich, wir waren einmal unzertrennlich vor 15 Jahren ungefähr, 21, Alter, ich bin uralt. Jedoch, seit Returns, Donkey Kong Country Returns, ist die Beziehung zerbrochen und wir führen einen jahrelangen Rosenkrieg, der in einer On-Off-Beziehung endete. Das Verhältnis ist aktuell neutral, aber wir schauen uns eigentlich eher nicht ins Gesicht. Also, wir haben uns auf Stillstand geeinigt, wollen voneinander nichts wissen. Tja, jetzt müssen wir gegeneinander kämpfen. Wann kommt Luigi? Ah, den habe ich noch gar nicht, ne? Sonst hätte ich ihn jetzt genommen. Aber hier, Little Mac wurde sich vorhin ein paar Mal gewünscht. Dann nehme ich den. Im Gangsteranzug. Ja, im Gangsteranzug. Immerhin schon eine Donkey Kong-Mucke im Background. Nebelschutz. Oh. So, Squawks wirbelt also Nebel auf, ja? Ehrenlos, Squawks, aber so kenne ich dich ja. Und wir müssen innerhalb des Zeitlimits gewinnen. Ja, natürlich auf dieser riesen Map, ne? Ich habe doch keine Ahnung, was der drauf hat hier, der Little Mac. Soll ich denn das machen? What the fuck? Kann man das aufladen? Ne, der haut das gleich raus, okay. Das ist auch diese K.O.-Attacke, oder? Wenn die sich aufgeladen hat, so. Ah ja, jetzt, komm, wenn wir ihn treffen, dann stirbt er vielleicht. Willst du mir jetzt erzählen, dass das wirklich daneben ging? Ah, ein Konter hat er noch, okay, nice. Schön gegen die Wand zimmern, yo!
so, stimmt. Auf der Map gibt's so, ein paar Lavafelder. Ich glaube, da stirbt man dann instant, wenn man 100% oder so überschritten hat. Okay. Cool. Dann haben wir hiermit auch Squoxy Boy. Gekillt. Du kommst schon mal aufs Thumbnail, Squox. Wie lang noch? Ah, nicht mehr lang, nicht mehr lang. Wolltest du circa eine Stunde machen? Das haben wir ja jetzt gleich. Also der hätte jetzt Donkey Kong gepasst. Ja, stimmt, aber es war halt ein Zwei-Sterne-Geist und ich wollte ja immer bei den Lappengeistern... Oh cool, Daruk! Bei den Lappengeistern wollte ich ja immer Charaktere nehmen, die ich nicht so häufig verwende. So, wer könnte da jetzt passen? Klar, Link, aber habe ich auch schon einen jungen Link freigeschaltet? Nee, ne? Nee. Ja gut, dann nehmen wir halt Link nochmal. Dark Link. Glaubst du, dass ein Mario Odyssey DLC kommen wird? Nein, aber Mario Odyssey 2. Mario Odyssey 2 wird bestimmt kommen. Feuerboden ist aktiv. Okay, dann muss ich aufpassen. Ah ja, dann bleiben wir bei dem. Feuerbodenschutz und Ausdauer hoch. Yo. Aber wir sind dann jetzt so krass OP. Ich will nicht so krass OP sein. Gibt's denn keinen brauchbaren Geist hier? Keinen brauchbaren Grab... Ah doch, er hier. Hier, den Mellow. Nehmen wir den Mellow. Dann sind wir nicht so heftig OP. Ja, das ist gut. Feuerbodenresistent geht aber dann nur. Jetzt auch einen mit zwei Slots. Oh Mann, nee. Ah, der ist ja Level 1. Na schön, dann machen wir halt als zusätzliche Schwierigkeit nur Resistenz, aber keine Immunität. Oh, die Musik. Das ist die Trailer-Musik von Breath of the Wild, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Diese Erzkeule. Oh, die Musik ist so krass! Donkey Kong, was machst du da gerade? Willst du es mir besonders einfach machen, oder was? Oh, Ulti. Yeah! Okay, da muss man sagen, war die KI gerade richtig dämlich. Wie oft habe ich den Smash gerade gemacht? Den Smash ab? 4 Mal? Lol. Ziemlich lame. Schade eigentlich, weil die Trailer-Mucke... Oh, ist so heftig. Sehr nice, dass sie das in Smash Bros. Ultimate übernommen haben. Da kommt Hype auf. Aber sag mal, gibt's hier oben keinen Charakter? Hätte mit junger Link... Doch, da ist einer. Dann ist es wahrscheinlich junger Link. Ja, moin. Den machen wir im nächsten Part, weil das wird wahrscheinlich wieder ewig dauern. Aber wohl Canyon dürfte mich auch lange aufhalten. Riesenbowser? Nebelalarm. Erschwert das Licht auf der ganzen Stage. Ausdauer-Smash. Reduziere KP auf 0. Gelegentlicher Schaden für dich. Muss los. Oh ja, aber geile Mucke. Ja, da müssen wir halt auch mit Riesen-Bowser kontern, oder? Snake, nee, jetzt brauche ich wieder einen Main, Leute. Jetzt brauche ich wieder einen Main. Das wird heftig. Seht es doch, Riesen-Bowser. Das ist... RIP. Oh, Feuer- und Explosionsabwehr. Ja klar, warum nicht? Und dann noch Nebelschutz. Von der Power her sind wir jetzt even. Oh, aber ich bin jetzt nicht riesig, ne? Na gut. Ich brauche aber den Schutz. Es geht nicht anders. Ich kann mich jetzt nicht riesig machen. Ah, Scheiße! Oh, ich habe richtig beschissen begonnen. Eigentlich will ich gleich wieder aufhören. Vielleicht können wir noch aufholen, weil Riesen-Bowser ist halt auch ein Nachteil. Denn er ist richtig dick. Boah, am Anfang dachte ich noch so, jetzt wird meine Ehre schon wieder rausgerissen. Aber Comeback ist da. Feuerbodenschutz durch Wolf Canyon. Finde ich auch ein richtig hässliches Pokémon. Sorry, muss ich sagen. Es sieht aus wie so ein verkohlter Donut mit Beinen. Gibt coolere Pokémon auf jeden Fall. Champ-Musik aus Kanto.
Nee, 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 nee. Es war, ich glaube, das Battle gegen Dianta, oder? Jetzt bin ich mir gerade auch nicht sicher. Aber es war auf jeden Fall ein Champ-Battle. Die Musik gerade. Ich glaube, gegen Dianta, das Theme. Wenn nicht, verbessert mich gerne. Sehr geiler Livestream. Danke dir, Anurana. Freut mich. So, wir werden auf jeden Fall noch den Char befreien. Das wird das Finale heute sein. So, jetzt aber nochmal gegen einen Metroid und Ridley. Es klebt, der Boden senkt Tempo und Sprungkraft. Helfer-Trophäen machen dir das Leben schwer. Der Gegner heilt sich durch erfolgreiche Nahkampfangriffe. Ja. Ulima ist krass mit Luftattacken. Weiß ich gerade gar nicht. Kann schon sein. Donkey Kong! Ich gehe kurz noch Donations durch. Weil wir langsam aufs Ende zugehen. Ivan Zeppik, danke dir für 1 Euro. Spyro Dragon Games nochmal für 2. Coolman, 1 Euro. Red Rakari. Ach nee, der hat schon. Jetzt bin ich wieder durcheinander gekommen, Alter. Ja, aber da war doch noch was. Habe ich was übersehen? Ah, hier doch, hier. Haya Bonga, 5 Euro donated. Bitte sag mal Folgendes. Der Hai ist der größte Hundeknecht auf dieser Welt. Ach ja, danke für die geilen LPs. Okay. Verstehe ich nicht ganz, aber gut. Aber hat einer geschrieben, was das für ein Theme gerade war? Aus Pokémon? Nee, ich sehe es gerade nicht. Dann halt nachher in den Kommentaren. Der Stream ist Bombe. Danke, Markus Schmidt. Ja, ihr könnt natürlich auch ein Like da lassen, wenn es gefällt. Ne? So läuft der Hase hier also. Komm, Meteorin! Meteorin! Oh, wenn der scheiß Metroid da jetzt nicht aktiv, hätten wir das machen können. What the fuck? Ja. Das ist schon ein bisschen lächerlich gerade. Ernsthaft? Wie will man denn den Kampf bitte gewinnen? Er hat 0% gegen Dianta. Hatte ich recht, ja? Okay, schön. Oh, aber was ist denn das jetzt wieder für ein WTF-Fight, ey? Was kann ich denn da jetzt machen? Habe ich gegen diesen Klebequatsch nichts? Oder habe ich vergessen hier... Ja, ich glaube, ich habe vergessen da... Subgeister auszutauschen, ne? Wie er mich einfach in den Metroid reinthroat. Ja, ich wollte es probieren, Was geht denn jetzt ab? Okay, aber das müssen wir ausnutzen, komm schon. Das müssen wir ausnutzen. Was gerade passiert ist, war sehr gut. Mann, hau doch ab, du scheiß Metroid-Viech. Hey! Es war sau ekelhaft. Aber wir hatten übelstes Glück, dass vorhin, glaube ich, irgendein Glitch oder sowas aktiv war. Oder greift der Metroid auch Ridley an, wenn er in seiner Nähe ist? Nee, oder? Ich meine, es ist ja sein Supporter. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Vor allem, ich konnte auch immer wieder meine Abi wiederholen. Irgendwie dreimal hintereinander oder so. Super weird.
Aber ich bin froh, dass ich mich hier durchgewurschtelt habe. Also, den haben wir hier. Den Junge. Ach nein, Quatsch. Junger Link, Blödsinn. Es ist safe Ganondorf, ne? Nein! Was? Todesberg und kein Ganondorf? Warum denn Zero Suit Samus? Das macht überhaupt keinen Sinn. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Aber okay. So, welchen Kämpfer gegen Zero Suit Samus, Leute? Ich glaube, ich probiere mal Mega Man. Mega Man! Mach mal so. Wegen Metroid? Ja, ja, schon klar, aber warum ist Zero Suit Samus auf dem Vulkan? Das verstehe ich halt nicht. Dass der Metroid damit zusammenhing, okay, aber mehr auch nicht. Boah! Schön. Das Blätterschutzschild finde ich von Mega Man immer geil. Warum habe ich das weggeschmissen, nicht, du Idiot? Das wollte ich nicht. Fuck, geht sie ab! Zero Suit Samus, du hast ein bisschen zu wenig an. Ich glaube, die ist warm. Kalt. Deswegen sorge ich dafür, dass die ein bisschen wärmer ist. Nein. Boah, die springt die ganze Zeit nur rum. Ah ja, ich sag ja, das Schild ist geil. Dieses Blätterschild. Wenn diese Explosion doch mal treffen würde. Oder der Smash, ja, nice. Boah, das war jetzt Risiko, ne? Das war jetzt Risiko. No. Alter. Was? Jetzt hat sie ihre Ulti. Nein. Das ist so unfair. Wie will man denn Scheißdreck ausweichen? Ich lebe noch irgendwie. Ich dachte, das war's. Okay. Was ist passiert? Ich habe mich gerettet und sie war tot. Was passiert hier? Schade, weil es war ein übelst intensiver Fight. Sau spannend. Und dann ein cringy Ende. Okay, wenigstens nicht auf meiner Seite. Wir haben Zero Suit Samus erobert. Erobert im Sinne von, wir können mit ihr kämpfen und nicht so, wie ihr dachtet. Wobei, wer weiß, was passiert, wenn der Stream jetzt aus ist. Vielleicht gehen wir einen Kaffee trinken. Schauen einen Film. All das aber mit ausgeschalteter Kamera dann, ja. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wie gesagt, wenn es gefallen hat, gerne Support da lassen. Ja moin, man kann es nicht hundertprozentig lesen. Also, egal. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ihr wisst Bescheid. Sie ist so hot. Ja. Sag ich nichts gegen. Da sage ich nichts gegen.
Das glaube ich, sehen 90% der Spieler so. Also, bis morgen zu einer regulären Folge. Dann schauen wir, was da hinten abgeht. Da gab es ja auch noch jede Menge Arbeit, aber ja, wir haben doch einen ganz guten Job gemacht, glaube ich. Also, peace und bye.